Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Minecraft. Ich bin heute alleine, kann euch aber verkünden, dass der Lex seine Account-Daten wiedergefunden hat und der wird demnächst auch wieder dabei sein. Aber ich hatte ja beim letzten Mal aufgehört und wollte ja das mit der Mauer machen, beziehungsweise ich wollte mich ja dann nochmal hier quasi reinfuchsen und so weiter. Leute, ich habe alles komplett umgebaut. Ich habe alles komplett umgebaut. Alles offline, also quasi alleine und ohne Aufnahme. Und das will ich euch jetzt erstmal zeigen. Und den Rest, den ich noch nicht fertig gebaut habe, den will ich euch zeigen. Guckt hier, hier ist zum Beispiel der alte Turm. Der ist ja fertig gewesen. Der war vorher auch fertig. Da drüben ist von Max. Ihr seht, und ja, ihr seht auch schon im Hintergrund der andere Turm. Der ist aber noch nicht ganz fertig. So, hier ist die Mauer. Die habe ich jetzt ein bisschen anders gebaut. Und zwar, das will ich euch mal gerade zeigen. Also einmal kann man mit der Mauer, kann man hier innen rein durchgehen. Ah, in der Mitte habe ich so einen Durchgang gemacht. Den zeige ich euch auch mal gerade. Hier ist so ein Durchgang. Und da ist die Mauer vom... Da werde ich mich mit Max nochmal absprechen. Die muss er nochmal abreißen. Das geht so nicht. Also er muss dann hier irgendwas anderes bauen. Er muss dann ein Stückchen weggehen oder was auch immer. Ist auch nicht schlimm bis jetzt. Ich habe ja hier den Durchgang gebaut und wir wollen das Ganze jetzt aber mal von einer anderen Perspektive uns anschauen. Und zwar, ihr wisst ja, hier kann man den Turm hochgehen. Das habe ich euch ja zu Genüge schon gezeigt. So, und dann habe ich hier so eine Art Wachhäuschen hingemacht. Da seht ihr meine Fabrikgebäude. Das werde ich ja auch dann irgendwann wieder abreißen. Das kommt ja auch komplett neu. Und dann ist hier der Weg... ach so, das ist der Weg hier, so eine Art Balkon auch noch hier rum. Da können wir Max seine Sachen sehen. Da hinten ist Max sein Lager quasi mit seiner Windmühle. Das kann er auch alles so lassen. Und hier geht es jetzt auf die Mauer. Und ich habe das einmal so gemacht. Man kann einfach, wie ich das eben gezeigt habe, unter der Mauer durchgehen. Und dann kann man hier oberhalb auch lang gehen. Mal gerade was essen. So. Ja. Und dann habe ich hier so, hier ist ja dieser Durchgang der Mauer. Ich konnte die Mauer nur so im Zickzack bauen, weil ich wollte sie nicht diagonal bauen, weil ich das gerne so gerade bauen wollte. Sieht, naja, es geht. Ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. Vielleicht kommt mir irgendwann der rettende Einfall und ich baue es nochmal anders. Und hier habe ich natürlich auch nochmal so ein Wachhäuschen gebaut. Und hier auch nochmal so ein Balkon, genau auf der anderen Seite von dem anderen Turm. Es war eine Heidenarbeit. Zwischendurch hatte ich den Gedanken, doch eine Aufnahme zu machen, aber dann habe ich gesagt, ach komm her. So, was hier mal bei dem zweiten Turm jetzt hier noch fehlt. Ihr seht, ich bin jetzt hier beim zweiten Turm. Das Dach ist auch schon drauf, aber es fehlt noch. Das Dach ist noch nicht ganz fertig und die Lava fehlt noch. Ich habe mir die ganzen Sachen schon oben in den Turm in eine Kiste gelegt. Da gehen wir nämlich jetzt mal hin. Das wollte ich eigentlich mit der Truppe hier, also mit euch zusammen machen. Und ja, ich laufe jetzt einfach mal hier nach oben. Und die Fackeln hatte ich jetzt vor kurzem auch noch gemacht. Da wollte ich eigentlich schon die Aufnahme anfangen. Ist mir aber was dazwischen gekommen. Deswegen hatte ich die Fackeln eigentlich jetzt schon hier hingehängt. Das sollte eigentlich auch noch mit auf der Aufnahme, aber spielt ja auch keine Rolle. Ihr wisst ja alle, wie man Fackeln aufbaut. Also von daher ist das doch völlig Schnuppe. Ich war jetzt eben schon eine halbe Stunde, habe noch ein bisschen in so einer Höhle noch ein bisschen gefarmt, ein bisschen Kohle und so weiter. Und bin ich hier oben angelangt und ja. Ja. So, jetzt sind wir hier oben angelangt und Lava muss ich noch reinschütten und dann muss ich das Dach noch fertig machen. Hier die Fackeln muss ich noch setzen. Das ist nur, damit hier oben nichts brennt. Oh, scheiße. Ich habe das extra... Also ich hätte den Turm natürlich auch höher bauen können. Aber ihr seht, hier ist die Wolkengrenze und das will ich nun nicht haben. Wir uns
kannst das so gleich, wenn ich es zugebaut habe, kann man sich es nicht mehr angucken. Da ist die angebrochene Mauer vom Dings. Ihr seht, die Mauer ist ein bisschen im Zickzack gebaut. Aber ich finde es trotzdem ganz witzig. Da kommen dann noch überall Bäume hin und mal gucken. Vielleicht auch noch so ein Gehege oder so, mal sehen. Wollen das Ganze erstmal, warte mal, hier müssen wir aber jetzt auch noch einen Stein hinbauen. Muss ich aber erstmal holen. Ich muss auch noch die anderen Sachen alle holen. Das brauchen wir. Das brauchen wir im Moment. Ah, das brauchen wir vielleicht doch. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das schon gar nicht. Dann wird hier innen drinne, ihr seht da, ich habe ja auch schon das. Die vier Dinger. Die holen wir uns auch mal. Die vier Lava-Dinger. Ich muss sowieso noch Lava holen für die Maschine. Wobei eigentlich, da brauchen wir ja eigentlich nichts mehr. Können das bald auch abbauen. Ja. Gut, Leute, ich hoffe, dass das alles so. Ja, ich müsste aber eigentlich. Ach, scheiß was drauf, oder? Ich kann das ja im Notfall hier oben wieder einsammeln. So, jetzt haben wir es voll. Jetzt kommt. Das Ganze auch noch ein bisschen zubauen. Mein Problem ist gar kein Problem. Ich mache da einfach ein Scheiße. Kriege ich denn das jetzt hin, Mensch? Wie habe ich denn das drüben gemacht? Ihr seht, ich habe jede Menge Eimer dabei. Ich habe eigentlich vorgehabt, in Nether zu gehen. So eine Scheiße. Wie kriege ich denn das jetzt hier hin? Warte mal, ich glaube, ich muss das so machen. Und dann muss ich das so machen. Und dann so, so. Und dann muss ich hier. Dann haben wir das Dach jetzt fertig. Gucken, wo haben wir das andere Dach? Habe ich da ganz oben auch was drauf gesetzt? Kann man gar nicht so richtig sehen. Scheiß was drauf. Normalerweise könnte ich hier vier Stück hier draufsetzen, ne? Kommt da auch nicht drum. So. Jetzt müssen wir hier bloß. Mal das ganze Ding dicht. Eieieiei, so. Wie war denn das jetzt gemeint? Habe ich hier, glaube ich, das hier noch. Die können wir auch erstmal wegmachen. Das hier muss ich auch noch haben. Und zwar muss ich hier so ein Geländer wieder hinmachen. Das gefällt mir so besser mit dem Geländer. Habe ich auch noch vier Stück übrig. Können wir jetzt auch erstmal wieder wegtun. Das hier müssen wir jetzt noch einbauen. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Normalerweise, wenn ich das jetzt da hinsetze, ich muss es eigentlich da hinsetzen. Und dann muss ich hier einen hinsetzen. Tja, ich weiß nicht, ob ich so hat. Ah, das war verkehrt. Also da bleiben immer nicht so viele übrig, verdammt.
Da gehen dann tatsächlich auch welche kaputt. Aber glücklicherweise habe ich noch ein paar dabei. Ich muss auch unten wieder einen Nähter, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich von den Dingern habe, aber jetzt wird es auch noch dunkel. So, das ist eigentlich soweit jetzt hier oben alles soweit fertig. Beleuchtung ist hier oben eigentlich recht gut gemacht. Die Erde kann hier oben bleiben. Gut, brauche ich jetzt das? Wir nehmen das mal mit. Das Pulver. Naja, gut, ich sag mal. Brauche ich den Mist irgendwo anders? Das hier ärgert mich ein bisschen. Zwei verloren. Naja, gut. Nehmen wir mal Vierer mit. Ist ja egal, kommt ja nicht rum. Wollen wir schauen. So. Gehen wir mal gucken. Es ist dunkel. Ich könnte ja jetzt Admin spielen und könnte es hell machen. Aber erstmal rennen wir jetzt nach unten. Da ist noch das Schwert, muss ich noch haben, die Axt. So. Mal gucken, beim nächsten Mal werden wir mal wieder ein bisschen Action machen. Ach, da ist schon die erste Anfrage. Dann machen wir es auch hell. Müssen wir auch ein bisschen aufräumen. Also grundsätzlich hätte ich jetzt hier hinten erstmal alles soweit fertig. Gut bepflanzen muss ich das. Ich müsste hier jetzt noch ein paar Bäume hinpflanzen. Also sagen wir mal hier so ein paar Birken. Dann baue ich hier noch eine Reihe Birken auf. Ey! Paar XPs werden ja natürlich auch nicht schlecht. So. Hier die Bäume muss ich sowieso wegmachen. Wollen wir mal schnell wegmachen. So. Die nehmen wir auch noch mit. Oh Scheiße! Oh mein Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Heia Safari, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Boah, war da einfach so ein Creeper, ey. Glaube ich's denn? Mein Gott, ey, der hat mir. Oh. Ja, das muss ich natürlich jetzt wieder in Ordnung bringen. Ja, da fragt mich der Kollege, der da jetzt noch auf den Server gekommen ist, ob ich am Turm weiterbaue. Und dem werde ich jetzt auch gleich eine Antwort geben. Ah, Turm ist fertig. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen schön machen. Wie gesagt, wir machen da jetzt noch ein bisschen. Beim nächsten Mal, wenn der Lex wieder dabei ist, dann gehen wir bestimmt mal wieder Diamanten farmen oder machen irgendeinen Blödsinn.